Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us und gleich mittendrin in der Action. Wir versuchen ja immer noch aus dieser blöden Stadt zu fliehen und sind dabei schon einige Male drauf gegangen. Jetzt wechsle ich erstmal wieder zur Schrotflinte, denn der liebe Bandit, der dort neben uns liegt, hat bestimmt noch ein paar Freunde, die uns begrüßen wollen, oder? Und wir müssen jetzt irgendwie diesen Geschützturm umgehen. Den habe ich nur ein bisschen erwischt an der Seite. Ah, Mann, die Schrotflinte, die streut aber auch extrem viel. Auf Distanz ist sie wirklich nicht zu empfehlen. So, wie viele Kumpels hast du denn noch? Da draußen rechts sehen wir den Turm, der wie blöd hin und her zielt. Der hat ein bisschen Munition. Und der schießt gerade nicht wie verrückt um sich. Vielleicht hat er uns noch nicht gesehen. So, hier darf er uns eigentlich nicht sehen. Deswegen springen wir hier mal rüber. Auf G-Entdeckung. Nimm die Klinge und schau, ob hier noch irgendein bisschen was Nützliches liegt. Ja, haben wir ja schon beim letzten Mal alles eingesammelt. So, aber jetzt ist wirklich verdammt nochmal die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Natürlich fährt der blöde Geschützwagen genau jetzt natürlich ein Stückchen weiter hierher. Wollen wir es nochmal wagen? Ich habe echt keine Ahnung, wo wir sonst hin sollen. So, jetzt hier durch. Und dann da irgendwo hin. Ich habe doch keinen Schimmer. Ja, ich probiere es einfach. Nein. Komm, da drüber, du sollst da vorbei. Alter. Noch ein Stückchen weiter so. Hier sollten wir erstmal geschützt sein. Meine Fresse, ey. Oh. Alter, ich hab dich gerade im allerletzten Moment gesehen. Alter, Eddie. Du musst mal kurz an die Pistole. Der ist wieder ein Mistkerl, ey. Ja, da sagst du wieder was, ey. Ich glaube, das wäre auch mein Standardspruch in so einer Apokalypsen-ähnlichen Welt. Aber wo zur Hölle müssen wir denn jetzt hin? Und der Turm, der ballert immer noch da um sich. Und sag bloß, er kommt jetzt in diese Richtung. Natürlich kommt er jetzt in diese Richtung. Sag nicht, wir müssen da hin. Also wir müssen noch irgendwie flüchten, stand in dem einen Hinweis beim letzten Mal, aber ich habe wenig Hoffnung, dass das wirklich klappt. Ich könnte natürlich eine Rauchbombe werfen. Nein, kann ich natürlich nicht. So. Vielleicht können wir so das Sichtfeld von denen verdecken. Nö, die Rauchbombe. Ach, das war eine Nach. Oh, die Vollpfosten. Wir haben keine. Ach, oh Mann, ich bin doch so blöd im Kopf, das gibt's gar nicht, ey. So. Jetzt aber eine Rauchbombe und eine Nagelbombe. Vielleicht können wir uns so einbüschen und ich habe die Nagelbombe auch noch getroffen. Aber die schießen trotzdem einfach mittendrin, mitten rein. Alter, willst du mich verarschen? Ja, die schießen trotzdem, also das bringt überhaupt nichts. Ach, toll, ich habe keinen Plan, wohin wir latschen sollen. So, jetzt kommt der Typ doch garantiert gleich wieder hierher, oder? Oder haben wir hier jetzt irgendwo einen Alternativweg? Ah, keine Ahnung, ob die Richtung stimmt. Soweit kann er glaube ich auch gar nicht werfen. Verschenke ich gerade alle Munition. Und es nützt alles nichts. Können wir da rein? Nein, natürlich nicht.
ich habe gerade keinen Schimmer, wo es lang gehen soll. Können wir noch ein Medikit herstellen? Was? Okay, du hast gerade mit Ellie geredet, hab mich schon etwas gewundert. Ach ja, Mann, Leute, ich habe keinen Plan. Da durchsprinten. Dann verfolgen die uns jetzt, oder? Hier können wir rein. Können wir die Tür vielleicht mal zumachen? Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind, aber hier kommen wir zumindest schon mal hoch. Oh, leider habe ich jetzt alle Munition verschwendet. Ah, Mann, ich bin auch so blöd. Das kann man nicht in Worte fassen, ey. Ach, Schrotflinte. Falls hier noch jemand schmusen will. Ja, hier können wir noch weiter hoch, aber ich gucke erstmal mich hier noch ein wenig um, oder sind wir von da gekommen? Ich habe echt absolut keinen Schimmer, aber scheint eh keinen anderen Weg zu geben. Dann gehen wir mal hier hoch und versuchen wahrscheinlich dann über die Dächer zu entkommen, oder auch nicht. Ich glaube, sie sind weg. So, vorsichtig. Da ist natürlich zufälligerweise ein Fenster offen. Oh, ein Schlafzimmer. Legen wir uns erstmal hin. Und sacken wir ein paar Teile ein. Und gehen mal wieder sicherheitshalber in den Duck-Modus. Vielleicht sind hier irgendwo in der Nähe welche, aber dem scheint nicht so zu sein. Jetzt können wir auf dieser Seite wieder raus, bringt uns das was? Ja, wir können hier weiter schleichen. Und dann durch das Fenster. Oh Mist! Ist okay. Sie sehen uns nicht. Das wäre ja zu schön gewesen, wenn sie uns gesehen hätten. Dann hätten wir wirklich absolut keine Chance gehabt. Alter. Hilfe. Hau ihn um. Verdammt. Anta, was machen wir hier? Und setz dich ein, bitte. Joel. Warte. Joel, hör auf. Da. Lass ihn in Ruhe. Oh. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ja, ich wollte dich ja auch erledigen. Oh. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Ja, das klingt doch mal vernünftig. Tut mir leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Und zur Abwechslung endlich mal freundlich Gesinnte hier. Das kommt ja wirklich selten genug vor. Was ist das? Molotovs verbessert. Noch ein Lehrbuch. Sehr schön. Und ein paar Teile. Die nehmen wir natürlich auch mit.
Also haben wir jetzt da gerade Henry und Sam kennengelernt. Auch Überlebende, die hier in der Stadt überfallen wurden. Also eine sehr ähnliche Geschichte wie wir eigentlich. Sehr schöner Fernseher hier. Bis auf die Tatsache, dass wir nicht unbedingt hier nach Nahrungssuche waren. Und die Geschichte erinnert auch ein bisschen an... Direkt nebenan stehen sie immer wach. Die Geschichte erinnert auch ein bisschen sehr an die TV-Serie The Walking Dead. Wir sind nicht verwandt, wir sind eher... Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja, das ist der... Darf ich mich hier noch kurz umsehen, oder... Ah, wieder eine... Na bitte. ...verschlossene Tür. Warte noch mal kurz, denn hier gibt es immer schön extra was abzustauben. Jede Menge Gewehrmunition, Teile. Aber hier gibt es auch noch mehr. Das kann ich riechen. Da. Gesundheit zum Beispiel, sehr schön. Und Alkohol und Klingen. Und 10 Lehrpunkte, wundervoll. Hat sich auf jeden Fall mal wieder gelohnt, aber vielleicht gibt es hier noch mehr. Nämlich ein bisschen Band. Noch mehr Klingen, ein Schachspiel, das ein bisschen verbleicht aussieht. Die Couch könnten wir doch auch mitnehmen, oder? Vogelkäfig. Bestimmt finden wir hier noch so ein Tagebuch oder sowas. Munition, noch mehr Leerpunkte. Ja, wunderbar, das ist ja wie im Paradies hier, wie im Schlaraffenland. Noch ein Vogelkäfig. Ventilator. Achso, das war... Was ist denn das? Ach, das sind Lumpen. Voll. Wenn das so ist, dann stellen wir mal eben schnell ein Medikit her. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe und nehme natürlich auch den Lumpen mit. Den ollen Lumpen. So, Munition sind wir jetzt auch schon wesentlich besser aufgestellt. Und da haben wir jetzt einen Comic. Ich wusste es doch. Ellie, ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Okay. Okay. Deep Face. Tiefphase. Oh, hier hat irgendein Kid gehaust. Feather Dream. Starwitch Starlight. Haben wir auch schon einige Male gesehen oder gehört. Oh, der hat ein schönes Zimmer voller Poster von irgendwelchen Kinotiteln. Auch das Detailreichtum, habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ist einfach sehr cool hier. Was ist das? Kann ich auf jeden Fall nicht aufheben. Okay, das sollte aber auch genügen für diese Wohnung hier, was wir hier alles finden konnten. War sehr, sehr spendabel. Jetzt geht es aber erstmal wieder weiter nach unten. Zum Versteck von Henry und Sam. Ich bin mal gespannt, ob da noch weitere Überlebende sind, aber Sam sagte ja gerade, alle von ihrer Gruppe wären bereits tot. Halt, halt! Seid mal nochmal leise. Weg von dem Fenster! Dieser scheiß Geschützturm, den müssen wir doch irgendwie ausschalten können. Ist ja auch noch. Mann, der verdammte Truck, er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel, sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Ja, ganz schön harte Regeln, aber... Wie weit ist es noch? Macht auf jeden Fall Sinn. Nicht weit. Nicht mal weit. Wobei ein bisschen Unterhaltung... Ich weiß nicht, wie alt Sam ist. Der wird ja wohl nicht älter sein als Ellie. Wahrscheinlich eher noch ein, zwei Jährchen jünger. Dass sie irgendwas zum... zur Unterhaltung brauchen. Ach. So ein kleines Teil, das wog doch wirklich nichts, hätte doch wirklich kein Problem darstellen können, das mitzunehmen, aber gut. Was ich vorhin sagen wollte, die Geschichte erinnert natürlich auch sehr stark an die TV-Serie von The Walking Dead, die dritte Staffel. Shit. Von dieser einen Stadt. Was gefunden? Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Sam, bleib bei ihr. Okay. Okay, da drüben umsehen. Ich schaue hier. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Gesellschaft hier bekommen.
Aber das Zeug sammle ich natürlich trotzdem noch ein. Oh, das sind relativ viele. Ich komme von der anderen Seite, oder? Ach, ich habe gerade natürlich Mist erzählt. So, der eine hat was gehört, aber weiß nicht von wo anscheinend. Erstmal müssen wir diese Situation überstehen, dann kann ich weiterreden. Können die von da kommen? Ich schätze mal schon. Natürlich kann die von da kommen. Hier habe ich natürlich überhaupt keine Rückendeckung. Kann von da, ne, von da kann nichts kommen, das ist schon mal gut. Deswegen, wenn wir hier gut schießen, dann dürfte das kein Problem sein. Gut, Eddie, du bleibst bei mir, gibst mir ein bisschen Deckung. Oh, das bist du, Henry. So, jetzt eben schnell anladen. Nur noch zwei Schuss. Die will ich mir mal aufsparen. Ah. Den habe ich auch erwischt. Schien alle zu sein. Nicht schlecht, Alter. Danke, danke. Einmal tauschen. Gewehrmuni nehmen wir mit. Noch mehr Muni, wo ist das Schrotflinte? Ne, aber. Wartet doch mal, bevor ihr immer weitergeht. Ich möchte mich doch immer noch ein bisschen umsehen. Okay. Gut, dann gehen wir mal auf den Truck. Und gucken, wo uns Henry und Headshot. Ah, verdammt! Ah, shit. Ah, bin so unglaublich schlecht gerade wieder. Alter, den Analogstick zu ziehen ist auch sowas von behindert, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. So, da ist nur einer. Glaubt, das war's. Vorerst. Bevor wir weitergehen, auf jeden Fall nochmal eben schnell heilen. Und hoch mit uns. Hast du noch was? Nö. Hat der andere was bei sich? Sieht nicht danach aus. Was setzt du dich denn da einfach hin? Wir müssen weiter, Eddie. Keine Zeit, Pause zu machen. Die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüsselmann. Woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Cool. Komm hier durch. So, wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Mhm. Du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Ja, sieht auch hier auf jeden Fall nach einem guten Versteck aus. Ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns hier ein bisschen genauer um und unterhalten uns dann auch ein bisschen mehr mit den vertrauenswürdigen, wie ich finde, Henry und wie ist der andere, Sam. Genau, beim nächsten Mal bei Let's Play The Last of Us.